Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Inside the Ramen Indies sozusagen. Wir sind beim letzten Mal stehen geblieben dabei, dass wir vom Lande in die Stadt geraten sind, wo wir auf sehr viel mehr Zombie-Menschen gestoßen sind. Und wir kontrollieren die weiter fröhlich herum, müssen einige Rätsel lösen und kommen so langsam in diese Gesellschaft hinein, wo es anscheinend eine Zwei-Klassen-Gesellschaft irgendwie gibt. Es gibt einmal die Menschen mit Masken, die aber auch keine wirklichen Gesichter haben, und einmal die Menschen, die keine Gesichter haben und auch keine Masken. Und irgendwie werden wir die ganze Zeit gejagt. Wir sind anscheinend etwas Besonderes, weil wir noch einen freien Willen haben, während die ganzen gesichtslosen Menschen keinen mehr haben, als Zombie-Sklaven benutzt werden. Hoffentlich nicht noch für was anderes Schlimmeres, als ich sowas wie Fleischlieferanten. Und wir sind jetzt dabei stehen geblieben, dass wir gerade in der Luft schweben. Die Bauarbeiter unten wundern sich, wer hat denn gerade diese Tür da aufgemacht? Und unser Zombie-Kumpane hier macht jetzt nochmal die Grube für uns auf. Und wir hoffen einfach mal, dass wir da jetzt fröhlich hinauskommen. Mist! Au. Okay, wir müssen ganz zum Rand. So. Den halt ganz zum Rand. Du. Oh nein, seht nur, die Tür geht auf. Oh. Ups. Blub. Auftauch. Wir können nicht lange an Luft anhalten. Lange atmen können wir auch nicht. Okay, wir sind auch irgendwie vorhin durch ein Schulgebäude anscheinend durchgelatscht, wo wir so tun mussten, als ob wir ein Zombie wären. Wir haben also sozusagen gelernt, ein Zombie zu sein. Ich weiß, vielleicht ist auch der Kreislauf des Lebens irgendwie. Was haben wir denn hier unten? Das sieht nach etwas aus, wo wir vielleicht rangreifen können. Und untertauchen. Sehen. Können wir da uns festhalten? Das sieht so komisch rot aus. Tatsache! Und Luft holen. Okay, schauen wir mal, was haben wir noch hier alles unten? Stehen Kartons rum, stehen Golfkart rum, Videokassetten, Käfig. Ja, ist ja gut. Ja, komm! Geht doch. Puh, knapp. Ja, dafür brauchen wir auch gleich das Ding. Ah, okay, und hier können wir nicht weiter tauchen und abgesehen von Käfigen, Videokassetten scheint hier nichts weiter zu sein. Okay. Vielleicht haben die hier ein ziemliches Wasserproblem. Als merke ich wirklich, auch wenn es so eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, so wie es momentan aussieht, sein sollte, warum leben die in so einer dystopischen Welt, wo halt, also kaputten Welt? Ich meine, es ist schön, dass sie ihre Zombie-Sklaven haben, aber ich meine, hier ist alles ziemlich kaputt und hinüber. Warum leben die hier noch? Wahrscheinlich haben sie keine andere Wahl, aber was ist mit der restlichen Welt? Naja, mal gucken. So, irgendwelche roten Fässer. Minenkarren. Okay. Das wird nicht gut sein. Düt! Oh. Ah, okay. Doch besser als erwartet. Dann jetzt kommt gleich das ganze Wasser irgendwie bei uns rein. Was war das für ein Geräusch? Oh, wie der Junge sich da gerade so anschaut. Ah, er bringt seinen Pullover aus. Das ist ja cool. Einen schicken roten Pullover. Warum kam gerade so eine komische Melodie? Ah, okay. Vielleicht einmal darauf zu drücken. Was haben wir hier? Huch, eine rote Luke. Vielleicht ist es von der... Batsch. Okay. Ah ja. Okay, wir können also jederzeit jetzt hin und her gehen, das Wasser ablassen, Wasser rauflassen. Also so eine Kanalkontrollstation haben wir hier, verrostete Fahrräder, Kartons. Ja, das, okay.
Hier ist eine weitere Tür. Aha. Interesting. Die Palette gerade von den gerade eben bräuchten wir jetzt, wa? Okay. Wenn wir jetzt wahrscheinlich uns irgendwo schnell festhalten müssen, ganz unten. Ja. Nee, das auch nicht. Also müssen irgendwie an die Kette rankommen. Jetzt nochmal. Kann ich nochmal auf den Knopf drücken? Ah, okay. Wir können also das Wasser auch von hier aus ablassen. Ah, alles klar. Okay, was ist die Kette denn dann aber? Mal gleich gucken. So, na dann. Piep! Schnell, schnell, schnell. Schwimm, 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 schwimm. Und geschafft. Sehr schön. Ein klitschnass. Kleiner, armer kleiner Junge, ey. Was war das für ein Scheinwerfer? Du bist ein schön großer Koffer. Auf dir können wir bestimmt schön schwimmen. So. Okay, was ist das? Darfst du mich nicht sehen, oder was? Hallo? Nehmt mich mit! E.T. nach Hause telefonieren. Okay, was passiert, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und die mich einfach voll sehen? Kuckuck! Ich bin hier! Seht mich! Hallo! Nix. Warum auch immer. Merkwürdig. Was ist eigentlich für ein Riesenkoffer? Wer schleppt denn so einen Riesenkoffer mit sich rum? Sind wir ein Zwerg oder was? Oder sind wir im Land der Riesen? Beep. Na, muss bestimmt nochmal schieben, wa? Auftauch. Auftauch. So. Und hoch und jawohl. Okay, Erwahrung ist auf der anderen Seite nochmal die Möglichkeit, es zu öffnen. Okay, jetzt kommen wir zu einer Busstation. Da sind wir schon einmal durch die Stadt durch anscheinend. Huch! Entschuldigung, Bahnstation. Nicht Busstation. Guck mal, stehen auch. Steht auch ein Mensch? Ah, da scheinen jetzt Menschen zu sein, die wieder einen freien Willen haben, wa? Mal sehen, was macht denn jetzt der Mensch da? Der läuft jetzt da rum. Macht er irgendwas vielleicht mit dem da? Ich habe schon wieder vergessen, auf den Timer, glaube ich, zu klicken. Grrr. So. Ha. Hat nichts weiter gemacht. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Okay. Massentransport. Ich bin sehr. Du darfst mich jetzt nicht mehr sehen, wa? Hup. Okay, wo zur Hölle werden diese ganzen Menschen hingebracht? Das ist ja schon wie so ein. Nein, 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 nein. Au! Zu weit! Au! Au, 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 au! Mist! Ach, der Schatten geht jetzt anders. Also, es ist ja wie so ein Massentransport nach Auschwitz und so weiter. So ein Konzentrationslager. Nur, dass halt jetzt doch mehr nach Viehtransport aussieht. Was meine Fürchtung wieder verstärkt, dass wir vielleicht doch noch irgendwann sehen werden, wie. So, runterkurbeln, 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 runterkurbeln und wieder zurück. Wie vielleicht doch noch irgendwann Menschen in so einen riesigen Fleischwolf reingeworfen werden. Weil es wirklich aussieht, so ein Viehtransport. Weiterkurbeln, 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 weiterkurbeln. Ich hab
Bist du der Maschine, die uns da oben beobachtet? So. Komm, 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 komm. Jump! Oh. Ha! Jetzt sind wir sicher im Käfig. Will ich im Käfig sein? Hey, ihr Guys. Los, kommt mit. Ihr seid... Schnarchen die? Die geben nur irgendwelche komischen Grunz-Stöhngeräusche von sich. Das ist nicht sehr nett. Okay, dann halt wieder dahin. Oh, ich muss die Luke aufmachen. Alles klar. Schon der nächste Massentransport zu kommen. Oh, kleiner Arsch hier. Ach, das war scheiße. La. Miep. Nein. Boah, das war knapp. Gott, wie viele Menschen da sind, ey. Komm, auf und runter. Au. Miep. Huch. Wand sah so komisch aus. Wer ist so ein Globus da hinten? Au. Was sind das denn für riesige Teile hier? Kann ich irgendwie auf die andere Seite noch jumpen? Oh fuck. Nope, kann ich nicht. Schmerz, lass nach. Ich muss feststellen, der Junge ist doch längst nicht so stabil wie der Junge aus The Last Guardian. Denn der Junge aus The Last Guardian hätte jetzt über diesen Sturz gelacht und wäre einfach dann weitergegangen. Kann ich da noch irgendwie hoch? Nee, okay. Ich weiß auch immer, dieser Balken hier ist. Komisch. Na dann. Klettern wir halt runter. Nein, das sollst du... Ich bin aus Versehen auf die... Leertaste gekommen, was bei mir die Aktionstaste ist. Der lässt er einfach los. Ups. Nochmal. Au. Und runterklettern. Hui. 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 Das ist die neueste Kinderattraktion hier in diesem wunderschönen Spieleparadies. Kettenklettern. Ein Spaß für die ganze Familie. Okay, hier haben wir einen entgleisten Zug. Entgleiste U-Bahn. Okay. Ist da irgendwas zu sehen? Mach mal Blitz. Da waren gerade Gesichter, oder? Nee, ist nur Staub. Das ist doch... Oh Gott. Das ist doch ein... Nee, okay, scheint... Es sieht aber aus, als ob da was wäre, aber es sind eigentlich nur... Nur Staubflecken auf den Fensterscheiben und... Sitze von den... Also Schatten von den Sitzen. Glaube ich. Scheiße Hunde. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. Du. Sie haben mich gesehen. Glaube ich. Oder der Hund hat irgendwas anderes gesehen. Ich weiß es nicht. Latsch. Bläh. Das ist eine herrliche Grütze hier. Was haben wir unter Wasser denn hier zu sehen? Rohre, Fässer, Schrott, ein Rohr? Hat es irgendwas mit dem Rohr hier auf sich? Ne, kann ich nichts machen mit. Ich mag die Unterwasserwelt. Was ist schon so herrliches, trübes Wasser wie hier in diesem Spiel?
Oh nein. Böses Hundi, böses Hundi, böses Hundi, böses Hundi. Nein, 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 nein. Lass mich! Au! Nein, au! Nein, au, 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 au! Oh Mann. Was habe ich den Hundi getan? Okay. Komm doch, schwimm, Hundi! Fuck! Hundi kann schwimmen! Hundi kann schwimmen! Fuck! Wieso kann Hundi schwimmen? Ich weiß, Hunde können schwimmen, aber trotzdem! Hundi kann schwimmen! Aber kannst du auch tauchen, Hundi! Haha! Ach, du kannst nicht so gut tauchen wie ich! Ich habe deine Schwachstelle gefunden! Fick dich, Hundi! Du bist ein böses Hundi! Ich mag dich nicht! So! Das ist echt Vorsprung! Böser Hund! Warum grölt das so doll? Was ist hier los? Ah! Au. Okay, weiterrennen, weiterrennen, weiterrennen. Oh Gott! Na, 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 na. Oh, scheiße! Machen! Oh Gott! Lauf, 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 lauf! Nein, 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 nein! Fuck! Nein, au! Nein, lass mich! Nein, böse Hundis! Au! Ah, es ist... Au! Was haben die denn gegen mich? Nicht so lecker! Scheiße! Ja, Junge, das war... Ja, gut. Wir können gleich warten. Lass los! Nee, okay. Sobald sie auf der anderen Seite sind und sehen... Also ich muss sie wirklich bis auf die ganz andere Seite hetzen. Ah ja, okay. Ich darf also nicht zu weit runter, weil sonst die Hunde sofort... Ah, okay. Das sehen sie... Oh, doch, doch. Das kriegen sie auch mit. Okay. Jetzt lass doch mal los! Oh! Ich hab doch die Aktionstaste gedrückt, wieso lässt er denn nicht los? Jetzt kann ich auch gleich vergessen. Okay, also seitlich springen muss ich. Gut. Ganz ruhig, Junge, wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin, Leute. So, Hochkletter. Und reiß das Brett raus, Junge! Sehr gut, und lauf! Kommt, Hundis, kommt, 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 kommt. Ja, wo laufen sie denn? Wo laufen sie denn hin? Sie laufen den kleinen Jungen mit dem roten Pullover hinterher und wollen ihn fressen. Böse Hundis. Stampfen wir auch mal wieder lauter. So. Kommt, kommt. Ihr wollt mal einen schönen Hintern haben. Ja, der sieht lecker aus, ne? Warum wird das Stampfen jetzt mehr so laut? Ah, komm. Und durch. Durch, 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 durch. Jawohl. Tö. Böse Hunde. Scheiß Viecher. Da ich liebe Hunde eigentlich. Aber die sind böse. So. Wo zur Hölle sind wir hier? Das ist wieder eine neue Art Fabrik. Von der Stadt, von der Fabrik in die Stadt, wieder in die Fabrik. Wahrscheinlich müssen wir jetzt da in dieses Konzentrationslager, wo die Menschen irgendwas werden. Oder die Metzgerei, je nachdem, was das ist. Ich habe die Befürchtung, der darf mich nicht bemerken. Drehen sie sich gleich um... Ein U-Boot! Die haben ein U-Boot! Und halt auch wieder diese Masken auf. Und die haben da drin auch wieder diese Tonbänder. Abhörgeräte und so ein Kram. Mhm. Was macht er da? Ich muss auf jeden Fall zu einem U-Boot eigentlich jetzt hin, ja. Okay, die haben irgendwelche elektronischen Geräte, mit denen sie irgendetwas kontrollieren, untersuchen?
Und anscheinend sind die Geräte ein bisschen kaputt. Du-bi-du-bi-du-bi-du-du-bi-du-du-bi-du. Beachtet nicht den kleinen Jungen, der gerade sich euer U-Boot schnappt. Na dann. Cheerio. Cool. Ich wollte sagen, können wir vielleicht mal richtig Richtung drehen. Okay. Durch so ein Rohr da durch? Bon, okay, nein. Gut, dass wir ja zufällig ein U-Boot hier hatten, sonst wären wir, glaube ich, jetzt gerade ziemlich aufgeschmissen gewesen. Okay. Ah, okay, wir müssen aufschubsen. Was ist das? Okay, was macht das? Ah! Oh mein Gott, wo sind wir jetzt gelandet? Große, neblige, graue Nichts. Okay, ist das eine Decke? Wir folgen mal dem Kabel. Auch immer es hinführen mag. Da ist ein Riss. Da können wir bestimmt dann. Da müssen wir wahrscheinlich durch. Was verbirgt sich hier noch ganz, ganz tief unten? Boden, Wand, okay. Vielleicht hier aber irgendwas. Und eine Felswand. Ich breche durch die Wand. Bumm. Okay, ich dachte ganz kurz, ich wäre gestorben. Okay, nur denn. Okay, wirklich schnell ist es nicht. Da klingelt schon wieder der Timer. Ich möchte jetzt dann auch die Wand durchbrechen. Was verbirgt sich dahinter? Phew! Okay. Ein kleiner unterseeischer Gang. Da leuchtet etwas rot auf. Was mit diesen roten Leuchten auf sich hat und was noch alles hier in unserem kleinen Seeabenteuer mit den U-Booten sein wird, erfahren wir in der nächsten Folge. Wir sind in dieser Folge durch eine Klappe gesprungen, haben viel Wasserabenteuer erlebt und ja, mussten viele Hunde vor vielen Hunden kommen, die uns anscheinend sehr, sehr lecker finden und sind am Schluss in einem kleinen U-Boot gelandet, mit dem wir jetzt eine merkwürdige, düstere Unterwasserwelt erforschen. Und da muss ich sagen, ich habe noch kein so. Also, ich habe eine Idee, aber ich weiß noch nicht genau, wo das alles hinführen soll. Also, momentan ist noch die stärkste Theorie Gammelfleischskandal. Das Wasser stellt jetzt das ganze Wasser dar, was in der Fabrik für das Gammelfleisch, für die Weiterverarbeitung und so weiter benutzt wird.
Wir haben den verunreinigten Wassertank sozusagen von der Metzgerei gefunden, die für den Gammelfleischskandal verantwortlich ist. Ja, wir werden sehen, wo das alles noch hinführt. Bis zum nächsten Mal, euer Ramen. Ciao.